Willkommen, wir sind wieder in Super Fantasy Kingdom. Werden mal eine neue Runde spielen. Mal gucken, wie es läuft. Vielleicht sammeln wir noch wieder ein bisschen Gold. I am dedicated to my cause. So. Wir werden jetzt mal probieren, diesmal viele Einwohner bekommen. Also da ist der Steinbruch, hier ist die Goldmine. Wir werden eine Taverne hier hinbauen. Steinbruch dann hier, Goldmine hier. Goldschmelz am besten da. Ja, aber die Bäume sind auch unten. Wählen wir hier den Holzfäller hin. Alle reinschicken, den Holz sammeln. Auf den beiden Echsen liegt zurzeit nicht. Den Ritter werden wir uns wohl erst am zweiten Tag holen diesmal. Wurde gar nicht eins angezeigt hier oben eben. Oh naja. So. Aussteigen da. Da sind zwei. Wir müssen darauf achten, dass wir diesmal den Steinbruch erschließen und das frühzeitig hinbekommen. So, wenn wir hier also Zyklop, Elfe oder Halbling. Er macht ja, der Zyklop macht ja Flächenschaden, das wäre schon gut. Für später. Dann nehmen wir den einmal. Wenn den dahin was pausieren. Goldmine. Fehlt uns noch die Goldschmelze. Machen wir das. Hier dachte ich, können wir ja mal den Jäger ausprobieren. Der sollte wahrscheinlich auch nicht zu weit wegstehen. Machen wir hier oben Sägemühle, hier die Goldschmelze, hier den Jäger,
hier die Goldmine. Aber wir benötigen auch Nahrung. Lass mal so machen. Wir brauchen jetzt ja 16 Holz fürs nächste Gebäude hier. Freie Nahrung haben wir. Was kostet Jäger? 3 Bretter, 9 Bein. Dann nehmen wir den hier raus, da rein, hier raus, da rein. Neun Steine können wir gar nicht sammeln. Wir müssen erst die Goldmine bauen. 2 Bretter, 3 Steine. Am Abend, kurz bevor der Tag endet, werden wir uns noch den Ritter holen. So, 8 Steine. 3 Bretter. So. Brauchen wir da einen gerne raus und da dann nächsten Tag einer rein. Zum Steinbruch kümmern. Reicht erstmal. So, 3 kommen wir. Können wir jetzt Steine. Ah, vielleicht erst noch neues Haus. Nummer 2 hier rein für Holz. Später auch machen, aber erst wenn wir den Steinbruch freigeschaltet haben. Den ja vielleicht nach vorne stellen. Jetzt fehlen uns natürlich 3 Steine.
Steine. Nachschicken wir einen hier rein und einen dann hier rein. So. Brauchen wir erstmal Holz. Noch ein, zwei Bären sammeln. Da ich jetzt nicht weiß, wie schnell der Jäger ist. Müsste ja eigentlich ausreichen. Halten aber jetzt schon wieder gut aus. Was anderes an Mahlzeiten. Wir haben einmal ein Wolf. Acht Holz, also wir brauchen immer noch Holz. Zwei Gold für sieben. Nee, das lassen wir lieber. Das sollte erstmal selber sammeln. Ich bin jetzt erstmal alle Holz machen. Bis auf den Jäger, da wäre Nahrung. Dem nicht gestern eine Schlange fragen. Jetzt kriegt er schon wieder eine Schlange. Genau, das ist schon mal gut. 13 Holz. Noch die Goldschmiede dann. Neun Steine. So, dann haben wir den erstmal gekauft. Und das müssen wir dann als nächstes machen. Und Goldbar. Hat er wie viel Wörter? Ich muss den Korn noch. So. Aus. Da noch ein. Hier noch aus. Da noch ein. Haben wir das erstmal ein bisschen ausgeglichen? Ah, sehr schön. Der geht auch ohne den Zug. In den Steinbruch. Dann sollten wir jetzt mit Stein erstmal keine Probleme haben, soweit. Nur gucken, dass wir jetzt auch überleben. Das nächste. 5 Goldbarren.
Elgen ganz schön aus. Okay. Ja, wir nehmen halt die stärker machen. Also schneller angreifen mit Rüstung ist schon gut, dann überleben die länger. Oh, ganz knapp. Ich hätte fast den erwischt. Hier liegt Gold. War das noch Kraft 1? Ich glaube, ne? Steigen die denn auf? Also der Zyklop jetzt. Okay. Ach, der hält schon wieder. Ja gut, hätten wir das mit dem Holz gemacht. Hätten wir jetzt zwar einen Arbeiter weniger, aber wir hätten uns dann den Runenmeister kaufen können. Warum hat der eigentlich einen grünen Haken? Das wird doch gar nicht leisten. Oh nein. Eine jagbare Tiere oder... Wir haben hier keine Tiere mehr. Also ich weiß immer noch nicht, wie das mit der Nahrung gehen soll. Die Bärenbüsche wachsen ja nicht nach. Müssen wir da rausnehmen und hier reinpacken. Wir brauchen noch Bretter, oder? Nein, zurzeit nicht. Erstmal Stein. So. Wir nötigen bald dann auch den Förster. Was ist das denn? Stein. Steine können wir jetzt ja gut produzieren. Ich weiß leider nicht, wie das mit der Nahrung ist. Wenn ihr das schon herausgefunden habt, könnt ihr das gerne ja mal schreiben. Also hier schwimmt ja auch ein Hai, kann der Jäger nicht irgendwie vielleicht mal Hai jagen oder so. Welches Level ist er denn? Übrigens hatten wir ja auch eben hier oben das erste Mal das Liegen auf dem X. So. Auch 9 Steine, 7 haben wir erst. Echt, brauchen wir noch eine Einheit. Schmelz. Da brauchen wir jetzt erstmal einen. So. Goldbarren und Bretter, genau. Aus 32. Dann nehmen wir den hier noch. Dann nehmen wir den hier. Seine Heilfähigkeit noch nicht freigeschaltet. Wer macht Flächenschaden? Das ist schon nicht schlecht.
Oder haben wir hier was für den Token? Behemoth benötigt für die Evolution. Ja, solange das hier noch irgendwie funktioniert, warten wir mal. Es sind so viele, wir brauchen irgendwie den, der Flächenschaden macht. Erwischt. Wo macht denn unser Held eigentlich? Also der Zyklop tötet sie wenigstens, aber unser Held, der sticht drauf ein und macht gar nichts. Da ist jetzt wieder ein Tier. Drei Stück. Also Tiere kommen neu. Dauert wohl nur. Ja, wird das wiederbelebt und er hier? Okay, okay. Also bessere Nahrung hier. Zwei Erfahrungs. Balken anstatt ein wie bei Bären. Also. Das Wichtigste wäre jetzt Goldbarren. Und Goldblätter. Raus, einer rein, rein. Oder nehmen wir ein bei Gold. Gold. Nehmen hier den Holz raus und packen den hier rein. Wir brauchen ja nur 5 Bretter. Na okay, der Goblin-König kommt wieder. Das kann ich. Gerade so im Radio. So. Das mit den Tieren ist gut. Um jeden Tag abends oder nachmittags 2 neue. Jetzt los. Warum haben da eben alle Steine geholt? Bring wofür? So, hier können wieder raus und da wieder rein. Ja. Das zuerst. Oder lieber die Goldmine, ne? Okay, jetzt sind es 3 Tiere. Hat natürlich gerade nicht gereicht, oder? Ja, holen wir den, der hier sowieso nicht trifft, oder? Heute ging noch.
Oh. Einsammeln. Glaube ich beide nicht, oder? Ja, der Zyklop morgen und er heute. Okay. Das war doch gut. Oh nein. Kein Gold mehr. Wir müssen das als erstes machen. Weil der Goldbarren jetzt hier drin ist, wollen wir uns das hier weggebauen. Also es kostet okay, es kostet bei beiden gleich viel. Da ist keiner mehr drin. Gut, Nahrung haben wir noch. Nur Bären, ne? Wir brauchen jetzt erstmal das wäre schon gut eigentlich, ne? Können wir auch halt nicht immer hier hinlaufen, die Steine holen. Wir brauchen auch jede Menge Holz. Das war das Überleben. Ist nicht. Hier die Gold. Wen holen wir uns? Den Priester oder? Die Hexe war noch nicht da, also wir könnten das mit dem Priester freischalten. Wenn wir es angeboten bekommen. Wir können den Priester aber nicht verbessern. Oder 8 Weizen kosten. Ja, wir. Ich würde gerne wissen, was mit dem Zyklopen auf sich hat, da mit dem Upgrade hier. Was bringt. Der Zyklop ist gleich tot. Gar nicht gut. Fehlen uns auch 2 Bretter noch. Wir könnten jetzt mehr lagern. Auch nicht so voll. Mal so. Und das jetzt irgendwie überleben. Oh. Ja, der Ritter ist tot. Der Zyklop auch gleich. Das wird nichts. Der Zyklop greift nicht auf nah an.
Da kaufen wir uns jetzt hier Felder. Noch irgendwo eins? Und da ist noch eins. Also wir haben beide Minen immerhin bekommen. Aber wir hätten wohl früher noch eine vierte Einheit uns holen sollen. Wer hat das überlebt? Ja, nicht gedacht. Einen Lebenspunkt überlebt. Ja, super. Das Gold ausgegeben. Oh, super. Das wäre so gut gewesen. Naja, können wir auch anders freischalten. Warum geht der da rein, wenn wir jetzt einen doofen Zug haben? So, wir haben 6. Da brauchen wir 5. Da brauchen wir auch 5. Und 5 Blätter. Wir uns jetzt das hier holen. Holen wir uns den hier. Das mit dem Zug. Ah, okay, der fährt ja doch automatisch. Oh, 5 Bretter. Wir brauchen keine mehr. Wir brauchen aber Holz und irgendwie Nahrung. So. Der Sound von der Angriff von dem Mönch ist echt cool. Komm viel zu nah. Der Zyklop greift halt nur auf Entfernung an. Einmal Rüstung für alle Einheiten. Oder zweimal und machen das ja. Hoffen, dass wir die stunnen können. Oh Gott. Ja, der Ritter und Zyklop beide tot. Naja, auch. Aus. Ach, keine Ahnung, das. Ah. Also mit dem Ausbau sind wir gut weit gekommen, aber die Einheiten sind zu schwach. Müssen wir nächstes Mal schauen, wie wir das besser regeln können. Dann hoffe ich, hat euch gefallen. Gerne liken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann.